In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du Produkte anwendest, wenn du ableiten möchtest und dann auch noch das Ganze mit Klammern hast. Moin Moin zusammen, ein bisschen Produktregel heute Abend unters Bettchen gelegt. Und dann noch die Klammern dazu. Geil. Grundsätzlich Produktregel, sehr ausführliches Video dazu. Unten in der Beschreibung, wo ich dir super erkläre, ziehst hier rein. Und nun kommen wir zu der Thematik mit Klammern. Ich habe hier bei mir was Schönes aufgebaut. Hier ist eine Funktion vierten Grades, nämlich x hoch 4 minus 3x hoch 3 plus 1, Klammer zu, erste Klammer. Klammer auf, aha, 2x ins Quadrat minus x plus 1/2. Also erkenne ich Funktion vierten Grades mal eine Funktion zweiten Grades, also eine Parabel. Warum erkenne ich, dass das mal ist? Naja, zwischen zwei Klammern, wenn da nichts steht, da ist man mal gedanklich. Hab mal V-Halber nicht hingemacht. Und nun, weil ich eben erkenne, Funktion mal Funktion, gibt bei mir die Produktregel im Kopf an, dann weiß ich, dass ich die anwenden muss. Wie wenn Mutti sagt, ess dein Teller auf, dann machst du das halt. Und so ist es, wenn du Funktion mal Funktion siehst. Und nun, wie mache ich das? Naja, das sagt schon die Produktregel hier oben. Wenn f mal g gemacht wird und du die Ableitung nach x haben möchtest, musst du eben den einen Teil davon, den nenne ich jetzt einfach mal f, und das ist für mich eben Fiona, die alte Knecke, der Part hier, das ist mein f von x. Weil die Funktion wird ja mal meine g-Funktion genommen, meine Parabel in dem Beispiel hier. Also g von x. Fiona mal Gerdy Boy. Und dann erkenne ich, Produktregel, geil. Also, und nun mache ich eben Folgendes. Ich brauche noch von Gerdy Boy die Ableitung und von Fiona Baby die Ableitung. Also bilde ich die beiden Schlängel. Was mache ich also? Ich schreibe hier unten, f von x ist gleich das abgeleitet. Basics-Regeln, die müssen jetzt sitzen. Ansonsten Video unten in der Beschreibung. Minus x hoch 4, 4 ziehe ich nach vorne, minus 4x hoch 4 minus 1, also hoch 3, minus, und dann ziehe ich auch die 3 vor, aha, ich wende hier übrigens gerade die Summenregel an, aber das ist ein Summenregel-Video, auch auf meinem Kanal reinziehen, oder die machst intuitiv, also 3 nach vorne, minus 3 mal 3 ist 9, x hoch 3 wird zu x hoch 2, weil die Potenz wird ja minus 1 genommen und 3 minus 1 ergibt 2, plus 1 abgeleitet ergibt 0, also plus 0, oder man lässt halt den Schlingel weg. Gut, 400 Baby abgeleitet. Kümmern wir uns um Gerdy Boy. Und Gerdy Boy, diese Parabel, leite ich die ab? Auch wieder ganz normal Summenregel, weil es eine Summe hier einfach ist. Oder eben auch, meine Güte, hier ist ein Minus drin. Darum aber, das hat doch alles dasselbe Prinzip. Also 2x abgeleitet, da gibt 2 nach vorne geholt. 2 mal 2 ergibt 4. X ins Quadrat wird zu x hoch 1, aber hoch 1 kann ich auch weglassen. Na, flop, bedeutet ja dasselbe. Und dann minus x abgeleitet ergibt 1, weil vor der x steht da gedanklich eine 1 und 1x abgeleitet ergibt 0, aber das auch im Basics-Video ausführlich erklärt. Und ein halb abgeleitet ergibt 0, kann ich aber weglassen. So, und nun ist eben das Wichtige, dass du auch den ganzen Bad Boy hier wieder in Klammern machst. Warum? Lauf weg, du bist frei. Weil ich diese Zauber hier einsetzen muss. Und das ist eben der tricky Part, was ich ja kenne. P von x, aha, Ableitung. Den Gerdy Boy, also Klammer auf, 2x² minus x plus 1/2, Klammer zu, mal. Und das ist jetzt eben genau der Punkt. Warum du die Klammern hier unbedingt setzen musst, ist, weil wenn du das jetzt hier einsetzt, Klammer auf, 4x, also das ist minus 4x hoch 3, minus 9x Quadrat, Klammer zu, weil du das doch dann rein multiplizieren musst. Und das ist bei der Klammer eben so eine Regel. Das ist wichtig zu wissen. Plus f von x. Und dann haben wir den ganzen Kuchen hier. Also plus, hui, hoffentlich reicht heute meine Tafel, x hoch 4 minus 3x hoch 3 plus 1, Klammer zu, und das Ganze wieder mal
G' von x, das habe ich ja hier unten schon abgeleitet, also Klammer auf 4x minus 1, Klammer zu. Und nun bin ich theoretisch fertig, das ist meine Ableitung, aber ich weiß, wir möchten alle ein gemachtes Bett, also leiten wir den Bad Boy nicht mal ab. Nein, wir rechnen es auch noch zusammen. Und nun ist eben das Wichtige, dass du erkannt hast, okay, Klammern als Klammern, jetzt musst du das ja rein multiplizieren. Also 2x² mal das, das, mal das und auch das, mal das. Sieht aufwendig aus, ist es auch ein bisschen auch, aber das kriegst du hin. Und natürlich das, mal das und das, mal das, das, mal das und das, mal das. Und das mal das, und das mal das. Wie du das doch einzeichnest, ist mir egal, aber jetzt musst du es wirklich sauber machen. 2x ins Quadrat mal minus x hoch 3 ergibt 2 mal minus 4 ergibt minus 8. X hoch 2 mal x hoch 3 ergibt x hoch 5. Und jetzt mache ich es ein bisschen schneller, sonst dauert es ewig. 2 mal minus 9 ist minus 18. X Quadrat ist x hoch 4. Nächstes. Minus und Minus wird zu Plus. Also kommt da raus, plus 4x hoch 4 minus x mal minus 9x², ergibt plus 9x hoch 3. So, 1 halb mal minus 4x ist minus 2x hoch 3. Und dann haben wir das Ganze noch 1 halb mal das hier, also minus 4,5x ins Quadrat. Fertig, das ist das Erste. Da habe ich die beiden Klammern zusammen und jetzt das nächste hier hinten, da habe ich es auch in Klammern gesetzt, muss man aber nicht, ist nicht weiter tragisch. Und dann machen wir hier dasselbe Spiel, ganz schnell, das ergibt plus Klammer auf minus 4x hoch 5 und das ergibt dann plus x hoch 4, das fertig, jetzt mache ich es mit der minus 3x hoch 3 mal 4x, ergibt minus 12x hoch 4 und das Ganze noch mit der minus 1, also plus 3x hoch 3 und das letzte 1 mal 4x ist 4x und 1 mal minus 1 ergibt minus 1. Und nun müsst ihr diese Ganze halt einfach alle x hoch 5, alle x hoch 4, alle x hoch 3, alle x hoch 2, alle x und alle normalen Zahlen einfach zusammenrechnen. Ne? Machst du x hoch 5 kurz vor, minus 8x hoch 5. Minus 4x hoch 5, weil die Klammern kannst auflösen, da ist ja kein Minus davor, da ist ein Plus davor, darum kannst du es aber wegziehen. Und das ergibt minus 8, minus 4, minus 12. Also P' von x ist gleich minus 12x hoch 5, jetzt mache ich es doch. Minus 18 plus 4 sind wir bei minus 14. Und dann haben wir hier plus 1, sind wir bei minus 13. Minus 12 sind wir bei minus 25, also minus 25x hoch 4. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Rechenfehler, ansonsten tut es mir leid. Dann machen wir x hoch 3. 9x hoch 3 minus 2x hoch 3 ergibt 7x hoch 3. Und wenn noch 7 und 3 ergibt 10, haben wir sonst irgendwo? Nein, also plus 10x hoch 3, wo sind x hoch 2? Minus 2, wo sind x hoch 2, minus 4,5, haben wir sonst noch irgendwo was? Ne? Also minus 4,5x hoch 2, haben wir nur x irgendwo? Hier haben wir 4x plus 4x und dann alle normalen Zahlen haben wir ja irgendwo welche, da minus 1. Und dann war es das Ganze. Also. Ich hoffe, ich kann mit diesem Video dir helfen. Du musst einfach nur beachten, dass wenn du Klammern hast, dass du die auch sauber durchziehst, weil du das ansonsten nicht richtig zusammenrechnest. Und dann ist deine Ableitung falsch. Aber falls du es nicht zusammenrechnen musst, ist das auch schon deine fertige Ableitung. Gut. Falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.